Ja, meine Leute, euer Virux am Start. Heute nochmal ein Highlight aus dem letzten Stream. Wenn ihr Bock habt, auch mal mit beim Stream dabei zu sein. Dienstag, Donnerstag, also morgen und morgen Abend spätestens wieder um 19 Uhr auf Twitch. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt gibt's eine Runde. Ja, sagen wir mal so, die Stats auf dem Board sind nicht alles, denn die mögen erstmal klein wirken, aber die Stats auf der Hand sind hier umso größer. Und der ein oder andere 7-Drop hat mir dabei geholfen. Deswegen jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dem Video. Gibt es ein Update, sehe ich gerade, dass ich aktualisieren muss. Kommt drauf an, wie lange du schon nicht gespielt hast. Ja, es gab ein Update. Letzte Woche Donnerstag aber schon. Reborn Murloc, keine gute Kombi. Okay, sage ich mal. Klar kann man dem Belcher Reborn geben, dass der zweimal Venom gibt. Für so ein Scam-Bild funktioniert das. Aber dann kann man auch ebenso gut einem Leeroy Reborn geben mit Lich King. Deswegen, das macht nicht so viel aus. Und generell gewinnt man Murlocs nicht wegen dem Belcher, sondern in den meisten Fällen gewinnt man Murlocs, weil man gigantische Stats hat. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Bevor ich hier den Buddy nehme, machen wir das. Dann geht's hiermit los, oder? Das geht's ja kaum. Gut. Ja, du kannst auch nicht nur mit Leeroy Gift machen. Wenn du Gift wirklich brauchst, ist ja auch die Spore immer eine Option. Auf Tavern 3 ist die inzwischen schon, ne? Hier, hat ja auch Venom. Funktioniert genauso mit Reborn. Klar, der Belcher gibt nochmal Reborn auf was anderes, aber das ist ja meistens eine gescalte Unit, die den Trade auch so machen könnte. Heute wohl auch hat 30 MB. Das müssen irgendwelche Fixes gewesen sein. Ich glaube, da springen wir direkt ein bisschen, oder? Verwandelt den 3-Drop eh in einen 4-Drop, oder? Dann ist halt die Frage, ob ich dafür freeze. Drache oder Naga? Naga vielleicht? Okay, nochmal. Ja, freezen wir dafür mal schnell. Horsti, grüß dich, Nabind. Aua. Hat gut funktioniert. Balance Patch, okay. Danke fürs Nachschauen, Axel. Level Buddy, oder? Level Buddy. Damit Units abgreifen. 4-6 Stats ist auch okay, oder? Weil die anderen sind Quatsch. Dann brauche ich ja nicht freezen, weil ich auch so jetzt 3-Drops im Shop finden kann. Der ist stark, aber ich möchte trotzdem einen 5-Drop draus machen und dann einen 6-Drop, oder? Die beiden können gleich gehen. Müssen stärker werden auf dem Board. Kleines Trinket ist nächste Runde auch noch. Gucken wir mal. Die wollen Beast nicht mehr spielbar machen. Warum ist Beast denn nicht mehr spielbar? Beast funktioniert doch. Du kannst halt Frösche nicht mehr spielen. Aber ich habe schon gegen Golden Build verloren. Und ich habe auch schon gegen
Hydra-Builds verloren. Das Problem ist nicht, dass Beast nicht spielbar ist. Das Problem ist, dass sowohl Murlocs als auch Stacheleber als auch Max in den meisten Fällen größer werden. Aber hinter denen hängen ja trotzdem Elementare, Dämonen und Untote auch genauso hinterher. Also kann man das jetzt nicht so einfach sagen, dass sie sagen, oh, die wollen nicht, dass du Beast spielen kannst. Das Goose Trinket wird genervt. Ja gut, das hast du aber auch abused, nicht um Wildtiere zu spielen, ne? Kopie bekommen. Ich werde nicht Neutralbild spielen. Eine Kopie bekommen ist fast das Interessanteste hier. Why not? 5 Drops. Und ein Buddy. Was machen wir denn hier? AP. Das. Haben wir hier eine Chance zu gewinnen? Weiß es nicht, ne? Der ist schon stark. Aber der hat kein starkes Trinket gekauft. Hier da den gehen lassen. Den glaube ich. Wem geben wir die HP? Dem, oder? Und dem geben wir auch das, damit er höchstwahrscheinlich überlebt. So, das wird unser erster Six-Drop. Eine Nala, interessant. Überleg halt, ob ich überhaupt auf Seven-Drop gehe oder ob ich erstmal in verschiedene Six-Drop verwandle. Achso, der macht Lowest Tier Minion, nicht Lowest Dragon. Ich hätte gedacht, der verwandelt Yulong, verwandelt nur Drachen. Aber hey, wir haben Overconfidence gespielt und kriegen Overconfidence. Let's go. Golden gibt nur noch +3/+3. Mecha Horse ist wieder auf Tier 5. Ja, aber guck mal, wie viel. Die haben super viele Spawn-Max wieder reingetan. Das Horse ist theoretisch ja 5 Wildtiere. Das ist so viel mit den ganzen Golden Buff. Deswegen haben die das auch wieder genervt. Man darf das nicht unterschätzen. Die waren jetzt temporär wieder richtig stark sogar. So, gucken wir hier noch kurz. Was ist das denn? Wollen wir nicht, oder? The start of your turn, get your next opponent's Buddy. Der Buddy ist stark. Der Buddy ist okay. Der Buddy ist nicht so geil. Den Buddy weiß ich aus dem Kopf gar nicht. Der Buddy ist okay. Es sind relativ viele gute Buddies dabei. Wir können mal gleich gucken. Wir rollen noch einmal. Boah, das sind 2 Four-Drops, das ist okay. Akari könnte doppelt verwandeln. Könnte man machen. Oder nochmal einen Buddy entdecken. Was sagt ihr, Leute? Was machen wir? Beides. Richtig. Brauche ich nicht nehmen, ne. Das ist ein Pair von egal was. Hat der die größten Stats? Das macht keinen Sinn. Den will ich doch verwandeln. Scheiße. Cool. Aber das verwandelt hat direkt durch in einen 7-Drop, deswegen mach ich's trotzdem. Fight? Ach ja, den wollte ich auch aufstellen. Scheiße, ich hätte die verkaufen sollen. Mein Fehler. Na gut, ich hab wenigstens Stats bekommen. Ah, Double Phalanx, okay. Kann man schon mal gucken gleich. Seppi, grüß dich. Danke für 26 Monate. Halleluja. Vielen, vielen Dank für den Support. So. Geil, ich habe eine Kopie von dem bekommen. Let's go. Haben wir einen guten Spell? Die geht auf jeden Fall.
Oh, schwingen wir hier um auf irgendwelche Handbuff-Sachen? Da ist sie. Ja. Oh, warte, nee. Erst alle nicht. Wollen wir einen geilen Buddy kriegen oder wollen wir nochmal ein Pair haben? Gegen Pirates wollen wir kein Pair haben. Nee, den nehmen. Dann das spielen. Weg. Das spielen. Weg. Das spielen. Rollen. Das ist auch nicht relevant. Double Bream Counter ist relevant. Was brauchen wir? Wir brauchen dringendst Baskel. Baskel ist auf 4, ne? Ja. Wir brauchen Baskel. Dann ist alles gut. Dann können wir das und das wahrscheinlich gleich gehen lassen. Schön. Bitte nicht das Gottesschild. Yes! Das waren die größten Stats. Geil. Und nochmal. Gemi. Die geben sich keine Gottesschilde gegenseitig. Einfach zu viel Ferixis. Oh, wir kriegen so viel Stats. Nice. Und nichts verloren. What? Warum? Achso, der hat ihn wirklich in noch ein Oracle verwandelt. Okay, wild. Whenever you have a space, summon a copy of the first minion you summoned. Das ist bei Murlocs halt wild, weil das einzige Minion, was man summoned, eigentlich der Bream Counter ist. Das können wir schon machen, oder? Dann bin ich aber sehr darauf angewiesen jetzt. Oh. That one has a pure heart. I can tell. Gucken wir erstmal, was wir für 5 Drops hier entdecken. Sollen wir den nehmen? Ja, ne? To the abyss with you. Ja, cool, ich habe einen 6-Drop gekriegt, den ich wieder in einen 7-Drop verwandeln kann. Nimm das Ding mit, weil es nochmal ein Murloc ist. Das Ding kriege ich Gottesschild. Mein großes Problem ist, ich habe noch keine Möglichkeit, gerade den aufs Board zu kriegen. Das ist mein allergrößtes Problem. Ich muss Bream Counter finden, Baskel finden. Kein Bream, lass doch den Gift sammeln. Mein Gott, er spielt ihn schlecht. Was? Ich sammeln doch gerade gar nichts. Ich hab ja kein Baskel. Ich hab doch kein Baskel. Wie soll ich denn irgendwas beschwören? Ich kann ihn nicht halten, der ist mein Scaling. Wenn ich den auf der Hand halte, habe ich nichts. Das macht doch keinen Sinn. Dann würde ich hier Haus hoch verlieren und einfach, bevor ich Baskel finde, tot sein. So. Das ist unser Weg. Zack. Achso, ich hätte erst hier ins extra Gold rein. 3 Kampfschrei. Warband to 35 Attack, das haben wir instant, oder? Ah, 31. Oh, der hat Stats bekommen. So, ich guck jetzt gerade. Gut, wir gucken weiter. Da sind 4 Drops. Meint ihr, ich finde einen Shop mit 3 4 Drops oder muss das reichen? Ich glaube, es muss reichen. Gib mir 4 Drops.
Gib mir Baskill. Da ist Baskill. Perfekt. So, wir beschwören. Wollen wir den anderen 7-Drop verwandeln? Nee, für Murlocs ist das okay so. Eigentlich will ich noch einen Baskill, weil ich zwei Riesen-Units hier inzwischen schon habe. Mal überlegen. Da ist noch ein Baskill. Gut. Macht es Sinn, den zu verkaufen, um den zu spielen? Ich will ja nicht, dass der die Buffs bekommt. Das wäre doof. So gibt er mir halt kurz einen +2/+2 Buff, beschwört aber nichts, ist aber irrelevant. Sky Knight, grüß dich. So, bitte was Großes. Ah, nicht so groß leider. So, zack. We are big. So, da seht ihr, das ist meine erste Unit, die ich beschwöre, eine von den beiden, und das verdoppelt das. Deswegen ist das so geil. Klar, der Gedanke war, den du hattest, ich beschwöre den, aber wenn ich keinen Baskill hatte, das war zu gefährlich, darauf zu warten, Baskill zu finden. So, jetzt müssen wir erstmal leveln. Hier können wir jetzt nochmal gucken. Higher Minion. Eigentlich hätte ich natürlich gerne Coral Murgle, weil der natürlich ultra ist. Schade. Gebe ich dem Stats einfach nur, damit der öfters tradet und überlebt vielleicht, ja, ne? So, ja, meine gesamten Stats sind auf der Hand. Siebener Drachen buffen wäre gut gewesen, ja, aber den auf die Hand zu kriegen ist auch totaler Gamble. Und den deswegen ungebufft auf dem Board zu lassen. Leute, ihr malt euch immer aus, was ist in der Theorie das Geist ist. Ja, aber wenn du nicht die Chance hast, das in diesem Zug direkt zu machen, die Wahrscheinlichkeit, dass das passt, ist so heftig lange. Silence gibt's noch nicht auf dem Schlachtfeld. Nee, Silence gibt's noch nicht. Aber guter Einwand. Wäre eine gute Idee, Spreadking. Nicht Sky, Shy Knight, der schüchterne Ritter, nicht der Himmelsritter, Axel. Was ist Silence? Silence ist ein Effekt aus dem normalen Deckbuilding Classic Hearthstone. Und wenn man das auf einen Minion spielt, verliert das alle Zusatzeffekte. Spott, Gottesschild, Todesröcheln, Gift, also Sachen. Tada! Beak? Very Beak? Verbesserte Cinderay. Quasi, ja, kann man so sagen. Sowas in der Art. Es nimmt Form an, Leute. Es nimmt Form an. Ich habe nicht so viele Pirates bisher gespielt. End of Turn habe ich auch nichts Wirkliches, ne? Vielleicht kriegen wir das hin. Aber es ist nur eine Plain Copy, ne? Ah, dann bringt es auch nichts. So eine Plain Copy ist, was bringt mir das? Verkaufe ich den und level hier, oder?
doch, das ist schon gut. Torgrizon, grüß dich erstmal. Willkommen wieder im Stream hier. Was macht der 7er Murloc? Der 7er Murloc hat einfach Gift und wenn er angreift und was killt, dann gibt er die Stats von dem Minion, was er gekillt hat, auf die Hand. Das heißt, ich möchte gegen möglichst riesige Gegner-Stats kämpfen und mit dem dann irgendwie so eine 200er-Unit killen. Dann gebe ich nämlich einem zufälligen Minion auf der Hand 200-200 Stats. Der Goldene gibt natürlich die doppelten Stats von dem Minion, was er gekillt hat. Also der 7er Murloc passt perfekt in die Handbuff-Strategie. Leid der Promo drängt mittlerweile allen Drachen auf dem Feld +3/+3. Ja, Sippy, ist richtig. X-Neo, grüß dich. See what happens when you dress for success. Guten Abend, mal eine ernst gemeinte Frage. Ist es nicht gerade voll los, dass du drei Karten auf der Hand hast? Ja, aktuell ja. Aber wer sagt nicht, dass ich irgendwann vielleicht mal Baskel triple und noch einen weiteren Baskel finde? Oder halt den anderen Weg finde mit zum Beispiel, wie heißt er denn hier, unser komischer, wo ist er? Ja, vielleicht mit Diamark, vielleicht finde ich da noch eine Möglichkeit. Oder wenn alle Stricke reißen, rotiere ich zumindest Murlocs durch und scale den Green Counter. Und das wären dann auch Coral Murgle Stats. Von daher, ja. Man könnte dafür argumentieren zu sagen, den zu deleten garantiert, dass die Buffs hierhin springen. Und das will man eigentlich. Gebe ich dir vollkommen recht. Aber ja, ich war jetzt nicht so ganz strikt durchgeplant, warum und wie. Aber ich gebe dir recht, ja. Aber jetzt hat er schon 100 Stats, von daher. Behalte ich ihn jetzt, es sei denn, ich finde den Mutanus-Spell, dann könnte ich ihn spielen und fressen, dann hast du natürlich recht. Boah, welche Spells will ich haben? Mutanus-Spell im Prinzip, ne? Oder Murloc-Spell. Ich glaube, ich mach das mal. Nicht das, was ich gerne hätte. Muss die Sachen von der Hand loswerden. Lass ich den gehen oder den gehen? Ich glaube, der ist okay. Das Gottesschild ist mir gerade zu viel wert. Da kann man natürlich Coral Murgle. Skillspell. Könnte jetzt natürlich verkaufen, Baskel schon trippeln. Auf die Möglichkeit nochmal Coral Murgle zu entdecken. Und dann fehlt mir das Gottesschild nächste Runde gegen einen von den zwei Guten. Nur weil ich unbedingt die zwei Gold nutzen wollte. Und ich glaube, das Gottesschild ist nächste Runde mehr wert als die zwei Gold. Deswegen glaube ich, ich kann nur trippeln, indem ich die verkaufe. Deswegen nächste Runde trippeln hat den gleichen Effekt. Gegen den komme ich eh klar. Hab aber dafür nächste Runde dann das Gottesschild. Deswegen nein, ich trippel nicht diese Runde. Man ist dazu geneigt zu sagen, ja, okay, langfristig will man den Glowskill eh nicht behalten. Aber die Tatsache, erstens die Tatsache, dass ich nächste Runde triple, bedeutet, ich habe wieder Boardspace und bin nicht gezwungen, Glowskill zu verkaufen. Weil ich ja wieder einen Boardspace gewinne. Und dann kann ich meinen letzten Baskill suchen. Oder
einen zweiten Call, Mergel. Und dann passt alles. Aua. Okay, hitte das Ding. Ah ne, der hittet ja jeden Brand Shader im Kit. Hitte das Ding. Ah, der hittet das ganz kleine Ding, Shader. Nein, er wurde von Cheat getötet. Jetzt darf der. Ne, der. Wenig Stats gekriegt diese Runde. Ne, ist jetzt mit dem letzten Hit das Game abgekackt. Hallo, ich habe keine Zeit. Ich muss jetzt gegen Platz 1 oder so spielen. Nein, Blizzard. Ach, come on, ihr habt mich letzte Runde. Und jetzt muss er patchen. Fick dich, Blizzard! Alter, mein Game crasht und dann muss der patchen, während ich in der Runde bin. Hallo? Komm, reconnecte. Ich würde denen auch zutrauen, dass der sagt, du kannst nicht reconnecten, weil dein Game jetzt eine andere Version ist. Nicht das Richtige, aber noch einen von den Murlocs. Das ist wild. Aber hier. Make a Buddy golden. Ich habe ja keine Buddies mehr. Gain its attack. Also ist auch alles irrelevant. Die Frage ist nur, ob man noch einen Belcher mitnimmt. Aber ich glaube nicht. Aber erstmal lasse ich das gehen. Das gehen. Den Belcher noch mitzunehmen ist super schwierig. Ich glaube, man nimmt den Belcher nicht noch mit. Ich glaube, man sucht Coral Murgle und wenn man den nicht findet, behält man einfach Glow Scale. Das ist so gut. Selbst wenn er eine Chance hätte zu gewinnen, würde ich so viel Stats gegen ihn machen. Bam! Das ist einfach so grandios, was man gegen den an Stats macht. Huhuhuhu. Ja, no chance, Bro. No freaking chance. Einfach 1000 HP, hier 900.000, 400 knapp und das noch auf der Hand. Der Kollege hat... Coral Murgle Copy, let's go! Ja, how to get big? Let's see. Is it not? Ah, da ist der letzte davon, aber jetzt habe ich einen Coral Murgle, der da hinkommt, also macht das auch wenig Sinn. Will man den oder den Coral Murgle eher gedingst haben? Man muss zweiten Coral Murgle stellen. Das Ding wäre eigentlich nur zum Fressen gut. Nee, Coral Murgle Triple ist auch nicht gut. Ach komm, wir nehmen einfach noch ein Gottesschild mit, dann brauche ich mir hier keine Sorgen machen. Henny, grüß dich. Vielen, vielen Dank für 200 Bits, mein Guter. Henny sagt nur, Henny, Zwinker. Das Verbot musste ich brechen. Bin stiller Zuschauer geworden. Warum? Du warst doch sonst immer so aktiv. Ich lese dich gerne im Chat, Henny. Trau dich. The trap worked. Wie evil von dir, Henny. Wie evil. Machen wir so. Ja, alleine, das ist so geisteskrank. Das Ding spawne ich ja auch noch zweimal. Der Kollege hat einfach keine Chance. Oh. Nein, ich wurde weggemacht. Fuck. Bam.
tatsächlich das kleine Scheißteil. Aber der jetzt einfach mal. Boom. Bevor das Ding überhaupt poppt. So, ich habe hier noch fast 3000 Stats, weil der spawnt doppelt. Fast 3000 Stats kommen noch von der Hand. Noch zusätzlich zu den Stats, die ich da schon stehen hatte. Ja. Das war wild. Turns out, drei Positionen mit dem Tavern 7 Moloch. Vielleicht gut für Handbuffs. Vielleicht gut, Leute.